Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 4 und wir sind hier mitten drin. Quasi. Oh oh. Oh. Ja. Ich habe gar nichts gemacht einfach mal in dieser Runde. Was machst du hier? Oh, Molotow. Nehme ich natürlich gerne. Ah, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Da haben wir den Möhrchen. Ja, er lebt noch, er lebt noch. Er lebt noch. Ja, ich brauche ein Medikit. Ein Medikit. Oh. Das war vielleicht nicht das Beste, was ich heute gemacht habe. War das gerade ehrlich ein Elefant? Oh nein. Ich wollte den doch nur. Dann mache ich halt Herausforderung. Was? Mark 4? Was? Okay. Scheiße, ich hätte den Text mal unten rechts lesen sollen. Ganz ehrlich, das hätte ich gerade überleben können, ohne Probleme. Der Countdown läuft gleich ab. Ach, heißt das, dass ich nur die Runden mit dem Ding überleben soll, muss? Oh, Kacke. Fängt nicht gut an. Oder meint ihr, killt damit? Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Ich meine, die Waffe ist ja nicht schlecht. Pistolen sind ja nichts Böses. Ich habe ja keine Ahnung. Oh. Ach da. Das größte Problem ist, dass die relativ ungenau sind, natürlich, und langsam. Na toll. Wenn man liegt, ist immer blöd. Oh. So. Das hat so ein bisschen was mit dem Geldfaktor wie von Aperture Science. Oh. Puh. Ja, möglicherweise. Habe ich gerade wirklich Wurfmesser aufgesammelt? Like balls. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gut, dass manchmal der Typ ein bisschen merkwürdig ist. Ich muss hier weg, das ist eigentlich eine Scheißposition. Auf der Tribüne sind keine Waffen erlaubt. Ja. Wer mit einer Waffe aufgefunden wird, nimmt automatisch an den Kämpfen in der Arena teil. So. Ich gehe. Und du kannst. Was war das denn jetzt?
Das ist so nervig manchmal. Ja, natürlich, dann da. Als der Mückenstich, der holt sich so eine Spritze rein. So, Verbrenner einfach. Okay. Meine Güte, dann löse ich dich halt. So. Blut. Oh oh. Oh oh. Oh. Nicht gut. Oh oh. Mach Gott, na, mach, leg das schneller nach. Das Ding ist so ungenau. Letzte Runde, like ball, like bombs. Oh mein Gott, das werde ich nicht überleben. Oh Gott, oh Gott. Mehr. Den hätte ich nicht bekommen. Nein. Echt? Weil ich... weiter. Ganz ehrlich, so habe ich sonst keine Lust. Ganz ehrlich, also wirklich, das war jetzt gerade echt scheiße. Ganz, weil... Nee. Deswegen finde ich solche Arenen auch kacke. Du hast einfach... Scheißen. Das ist ein Scheißkampf im Endeffekt. Bitte lass die Gegner doch alle mal gleichzeitig raus. Was auch richtig nervig ist, ja, Tiere. Vor allem, bis der na alles gemacht hat, ne, vergehen echt Jahre. Ja, toll. Schweine, was wollen die denn noch? Ach ja, klar. Ein Schlag, man liegt ja immer dann am Boden. Ich hasse die Arena, die ist so scheiße. Ja, komm. Ja. Das ist eigentlich ein richtiger Kack. Das ist nur für kleine pubertäre Kinder in Wirklichkeit, glaube ich, lustig. Und für den Rest ist das, naja. Goldener Fahrtmission, das könnte ich mal machen. Mit der Hauptstory weiter. Natürlich liegt alles wieder mega light weg. So. Was auch da. Ich hab gar nichts, sagst du. Ich kann auch gar nichts kaufen. Na gut. Das ist kein Ausgang. Das ist ein Ausgang.
als Markierung immer, ne? Die Tiere, das ist so nervig, ne? Kann man die nicht irgendwie ausschalten? Junge, du wärst mir fast ins Auto gelaufen und ich hätte Karma wegen dir verloren. Manchmal können die alle kein Auto fahren, das ist unglaublich. Huch. Ja, dieses Radio ist auch so nervig, ne? Kann man das nicht ausschalten? Ja, ein halber Kilometer noch weg, das ist ja nichts, zum Glück nichts. Na toll, kaum Aktion. Ja, so, Kamera ist abgeschlossen, jetzt noch Geld kassieren. So, bitte. Naja. Du musst ja nicht viel tun. So. Weiter hier lang. So, ach Gott, ja. Und da um die Ecke. Kurve, wie auch immer. So, und da nochmal um die Kurve und dann haben wir es gleich. So, 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 so. Ach, hier wieder im Tempel. Der Gona. Na, interagieren wir mal. Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kyrat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert. Auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg. Das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Na toll. Aber Sabals Angebot anhören. Bin dabei. Schön, dass du auf unserer Seite bist. Mohan hat den goldenen Pfad nicht als Drogenring gegründet, Bruder. Amita, sie liegt falsch. Begib dich zur alten Teefabrik und brenn sie nieder. Brenn es nieder. Saban möchte die Opiumfelder bei der Kyra-Teefabrik verbrennen und den Einfluss der Drogen auf Kyra ein Ende setzen. Ja, ja. Weiß ich noch nicht. Hier liegen so viele Waffen, ne? Schon nett. Was willst du? Chance, wenn Sabal weiter in der Vergangenheit lebt. Begib dich zur alten Teefabrik. Sichere diese Felder. Nun ja, Amita möchte die Opiumfelder bei der Kura-Teefabrik übernehmen und damit die Aktivitäten des goldenen Pfads finanzieren. Ist eigentlich das Bessere, weil es wirtschaftlich wertvoll ist und sie hatte schon recht. Kyrat bzw. Tibet, wie auch immer das hier alles ist. Hat ja sonst nichts, außer dass die Kaschmir vielleicht produzieren. Das heißt, ich nehme die Mission an. Und gehe dort in der nächsten Folge. Also bis dahin und tschüss.